Hallo und herzlich willkommen zu Trouble in Mineville, der allerersten Aufnahme von mir. Und zwar nicht alleine, sondern mit Play Game LP. Ah, und hallo. das ist dieser krasse Koski hier. Ja. Voll krass. Ja, also Mann. Dann gleich geht's weiter. Ciao. Erstmal ja, wir sind jetzt hier suchen. In der Arena. Ich habe vergessen, die Begrüßung zu machen. Entschuldigung. So, wie heißt denn die Insel nochmal? Nee, nicht Clockwork Island, das war die andere. Ja. Es ist irgendwie Skyworld Temple oder irgendwie so. Ich habe ein Holzschwert, das ist zumindest schon mal was, aber wenn ich Traitor bin, dann, boah, dann reg ich mich so übel auf, weil als Traitor ist einfach ein Bogen perfekt auf dieser Map und ja, dann ist es aus hier. Dann geht's hier rund. Genau, ich hoffe einfach mal ausnahmsweise, dass ich Inno bin, weil ansonsten, man ist so selten Traitor und wenn ich jetzt Traitor bin, dann... Wie machen wir das jetzt eigentlich mit dem Traitor und Innocent sein? Sagen wir uns das? Nicht sagen, auf keinen Fall. Nicht sagen? Okay. Nee. Ich glaube mit Wee Muffin hatte immer gesagt, obwohl wir sagten, dass wir es nicht sagen wollen. Das war ein bisschen doof. Aber dem Sushi habe ich es nicht gesagt, was ich bin. Und der starb dann auch, weil ich Traitor war. Und jetzt spoilern nice. Zu wollen, aber der Part ist ja eh schon oben. Ach so. Das hier ist Part 3 auf meinem Kanal. Hallo? Ja. Hier ist einer, der killt gleich alle. Einfach so. Ja, ich stelle mich meinen trotzdem in den Traitor, in Tester. Ja. Wo ist denn der Tester hier auf der Map? Ah ja, ich weiß. Okay. Wie viel Kramer hast denn du? Moment, ich muss immer den Chat ein bisschen weiter weg machen. 170. Du merkst, ich spiele total oft. Ich dachte irgendwie, weil du gesagt hast, ja, wieder zu einer Trouble in Mineville-Folge. Ja, ja, Part 3. Ja, schon. Ich habe noch gar nichts aufgenommen, aber ich bin bei 755. Ja, du spielst es ja privat. Ich spiele es halt nur im Let's Play eigentlich. Ja, genau. Das ist halt eine Runde zusammen mit anderen, aber sonst. Ich finde momentan so unmöglich. Man wird kaum noch Traitor, weil einfach so viele Traitor-Pässe haben, also von den bekannteren Leuten eben auch. Und ja. Ich glaube, wenn man Traitor werden will und man ist mit bekannteren Leuten zusammen, dann ist das so gut wie, das ist sehr unwahrscheinlich. Ich war in den letzten beiden Aufnahmen einmal mit Cuddle Media auf einem Server und einmal mit Minecrafter 1905, den ich eigentlich gar nicht mag, aber er war halt dabei. Und oh, Ungespielt war auch da. Und Ungespielt war auch da, der hat seinen Namen geändert. Ich finde Minecrafter 1905 eigentlich ganz, ganz cool, beziehungsweise ich habe nichts gegen den und hier greift mir einer mit Steinschwert an. Jawohl! Ich habe etwas gegen ich hab den, ich habe einen Traitor gekillt und ich habe einen Bogen, oh Mann, ist geil. Okay. Egal, was du jetzt bist, aber wir lassen das jetzt mal mit einer Wertung, aber der hat mich angegriffen und ich habe ihn einfach gekillt, eiskalt. Dieser Rasputin, der schießt hier. Der schießt, ist der Traitor? Ich habe keine Ahnung, ich bin keiner. Ja. Du bist keiner. Nein. Nein. Oh, und er fällt. Ich trau dem nicht. Bist du runtergefallen? Was? Nein, der andere Typ ist runtergefallen. Und, aha, die Innocents haben gewonnen. Yay. Der war schon der letzte. Okay, das war eine ziemlich kurze Runde. Ich würde sagen, wir machen gleich noch eine, oder? Ich mache eigentlich immer 3. Was war das denn? Bis gleich. So, es geht los mit der Map Forge, war das, glaube ich. Das war diese Map, wo man nicht runterfallen darf, weil das Lava ist. Und wo man eigentlich nie Kisten kriegt. Ja, genau. Beziehungsweise ich zu blöd bin, dieselbigen zu bekommen. Oh, da hinten ist eine Kiste. Komm, jetzt schnell Holzschwert hoch. Das bist doch du. Hallo. Oh, da ist auch eine Kiste und dann auf der Rückseite auch eine. Du kriegst die oben, okay? Ja, danke. Ich hab alles. Ja? Okay. Sobald ja, und ich lasse es jetzt mal mit 64 Pfeilen. Mein Gott, ich meine, auf der Map kriegt man so wenig, das lasse ich jetzt den anderen. Sonst hätte ich dir halt jetzt noch was weggenommen, weißt du? Aber das hätte ich jetzt ein bisschen asozial gefunden. Und, ich wette, hier bei dem Jump'n'Run oben ist die Endertruhe. Deswegen kletter ich da mal eiskalt hoch. Jump'n'Run? Welches Jump'n'Run? Oder eine reguläre Kiste geht auch. Die Endertruhe ist irgendwo ganz komisch. Hier war ein kleines Jump'n'Run, aber man hätte auch hochklettern können. Ich bin echt irgendwie dämlich. Wow! Ich habe nicht gemerkt, dass ich runterfalle. Das war auch schön. So. Bist du gut oder böse? Ich lass dich einfach mal.
Cypher-Test. Ja? Können noch ein paar mehr herkommen. Ich habe einfach Angst, dass mich hier Traitor campen und mich umbringen, weil wir waren gerade eben zu zweit hier. Sonst wäre ich schon viel früher in den Tester. Okay. Schreib jetzt hier Kaiser-Test und wenn der jetzt wegrennt, dann bringe ich den um. Ja, ich auch. Wir bringen ihn gemeinsam um. Okay, er macht. Ja, hey. Wenn jetzt die Lampen leuchten, das finde ich doch witzig. Das habe ich schon mal gemacht. Das sind sie. Da haben sie geleuchtet? Das habe ich noch nie gesehen. Muss ich sagen. Hey, wer hat geschossen? Ich habe keine Ahnung, der andere Typ da. So. Der war doch einer. Allerdings muss ich sagen. Der schießt einfach random Leute ab. Das kann ich echt nicht leiden immer. Ich würde sagen, der da oben müsste eigentlich Traitor sein, weil hier oben stehen zwei Zombies und. Whopper hat einen ungeskillt, das ist ja auch schön. Ich wollte ungespielt sagen. Ja, da ist auch, ich hab mal, also heute war einer auf dem COD-Server und der heißt Ungemonstert. Aber ungeskillt, gibt's den Kanal? Das ist irgendwie ein cooler Name. Ich weiß nicht, aber jetzt denken sich alle so, hey, ungespielt ist cool, jetzt nenne ich mich auch so in die Richtung. Ja. Ungespielt wird, glaube ich, noch zu voll dem Kult. Ich glaube, der erreicht noch so die Concrafter-Ebenen quasi von der. Du weißt aber schon, dass der zwei andere Kanäle noch hat, ne? Ja, ich weiß. Aber die hat er ja alsbald überholt mit seinem Ungespielt-Kanal. Ich meine, wer will sich schon Dreadlocks machen lassen? Der ist doch ziemlich der einzige YouTuber, der Öko ist, oder? Also mit ein bisschen Erfolg. Ja, könnte schon sein. Ich will den hier nicht runterschubsen, ich weiß nicht, ob er innocent ist. Der da oben auf Traitor Island, nicht Traitor Island, aber auf diesem Teil da, das ist. Auf dem Teil da oben, das sind immer Traitor irgendwie. Du bist mir nicht geheuer, Jonas. Was? Achso, ich dachte du. Nee, Jonas was Secret ist mir irgendwie nicht geheuer und all. Der Fasi nicht, aber ich glaube, die waren beide im Tester. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, Entschuldigung. Leicht verdächtig hier. Die hier völlig zu Unrecht. Das wäre es ja auch nicht. Hier ist eine Treppe, die ich noch nie gesehen habe. Bearbeiten die manchmal die Maps? Ja. Tun sie. Das ist ja das Team von Vareide, das die Maps erstellt. Zumindest die meisten. Ich glaube, die hier ist auch von Vareide. Ja. So, Ich habe aber das Gefühl, hier oben auf Trader. Wow, geil. Oh, hey, nein. Ich bin kein Traitor. Ich kann mich immer nicht erinnern, wer im Test war und wer nicht. Oh, das würde mich jetzt interessieren, was der war hier. Ich wette, das Krümelmonster ist ein Traitor. Oh. Oder? Warte. This player was murdered by Wooper 72. This player was innocent. Ah, okay. Ich beobachte mal das Krümelmonster. Ich bin mir sehr sicher, dass das ein Traitor war. Weil er da so allein noch spielt. Was auch ziemlich geil ist, wenn ich jetzt noch. Hier wieder lebendig runterkomme. Aber der unten, der Kaiser, der ist ja bekanntlich innocent. Ich spectate dich mal ein bisschen, ne? Echt? Du bist gespannt? Ja, ich hab's gerade nicht mitgekriegt. Irgendwie, wir reden so aneinander vorbei, weil ich hier gerade voll in Action war. Naja, gut, das ist jetzt irgendwie gerade übertrieben. Wieso machen die hier so ein Feuerwerk? Vielleicht haben wir schon gewonnen. Hä, kann man ein Feuerwerk machen? Wie kann man? Ja, hier gibt's irgendwie einen Knopf, wo man ein Feuerwerk machen kann. Phil 16, ich behalte dich im Auge. Ja, schau mal, vielleicht ist ja einer Traitor, dann kannst du es mir sagen. Vielleicht kriege ich dann wenigstens hier noch einen Kill rein. Ja, wie soll ich das denn rausfinden? Ja, ich kann einfach spectaten. Ja, indem du spectatest und schaust, dass es zwei Gruppen gibt und ich meine, du weißt ja nicht. Ja, der schießt hier einfach Pfeile. Das ist ein Traitor. Wer? Phil 16. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo der ist. Ja, das war ein Traitor. Wusste ich doch. Schade. Ich habe gegen ihn verloren, aber trotzdem, ihr habt gewonnen, das finde ich gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache noch eine Map fest. Bis gleich. Ciao.